Lass uns nun vom Gainsharing Automatic Mixer zum Gating Automatic Mic Mixer wechseln. Ihr findet ihn in eurer Schematic Library unter Audio Components und Mixers. Bei meinem steht noch Beta dran, weil das eine neue Komponente ab Designer Version 4.2 ist. Wenn ihr eine neuere Version des Designers nutzt, wird hier nicht mehr Beta stehen, aber der Mixer funktioniert genauso. Die Hauptaufgabe des Gating Automatic Mic Mixers ist es, die Input-Kanäle zu öffnen, wenn der eingestellte Threshold überschritten wird. Wenn also jemand in das Mikrofon spricht, sollte das Gate öffnen, wenn nicht, dann nicht. Die Einstellungen sind recht ähnlich zu denen des Gainsharing Automatic Mixers. Ich ändere die Anzahl der Kanäle auf 4 und kann auch hier wieder den Mix-Only-Output auswählen, die Kanäle direkt ausgeben oder beides. Außerdem kann ich den Sidechain-Filter aktivieren, der bestimmt, auf welche Art von Ton der Mixer bei jedem Kanal reagiert. Ich baue ihn in mein Design ein, kann aber jetzt nicht die gleichen Pink-Noise-Generatoren verwenden, die ich im vorigen Video benutzt habe. Einer der Vorteile des Gating Automatic Mic Mixers ist sein Noise-Floor-Tracking. Dieser Mixer überwacht die Hintergrundgeräusche, die sich nur langsam ändern, wie zum Beispiel eine Lüftung, und passt den Threshold für jeden Kanal relativ zu diesen Hintergrundgeräuschen an. Ohne die Funktion könnte eine laute Lüftung jeden Mikrofonkanal öffnen oder, wenn die Lüftung abschaltet, müsste der Sprecher lauter reden, damit er den Kanal trotzdem offen hält. Das Noise Floor Tracking kümmert sich um das alles. Deshalb kann ich in meinem Beispiel die Pink Noise Generatoren nicht benutzen, weil das gleichmäßige Rauschen als Hintergrundgeräusch interpretiert wird und deshalb nichts funktioniert. Stattdessen habe ich John, Paul, George und Ringo in Audioplayer verwandelt, die aufgenommene Sprache loopen. Hallo, ich bin John. Hallo, ich bin John. Hallo, ich bin Ringo. Hallo, ich bin Ringo. Klicken wir auf den Mixer doppelt, um seinen Control Panel anzuschauen, und befassen wir uns mit jedem Abschnitt von links nach rechts. Zuerst kommt hier der Sidechain-Filter, der im Properties-Panel aktiviert werden kann und in dem wir einstellen können, was auf jedem Kanal beachtet werden muss, damit der Threshold erreicht wird. Als Standard ist hier ein High-Pass-Filter aktiviert, weil wir ja eigentlich auf Stimmen achten, aber ihr könnt das je nach Belieben ändern. Aber denkt dran, dass wir damit keinen High-Pass-Filter auf die Kanäle anwenden, sondern nur auswählen, welches Frequenzspektrum beobachtet wird, ohne Einfluss auf den eigentlichen Kanal. Als nächstes kommt der Gate-Abschnitt, in dem festgelegt wird, wie die Kanäle geöffnet werden. Der wichtigste Knopf hier ist der Threshold Level Above Noise Knopf. Hier stellt ihr ein, wie laut ein Kanal im Vergleich zu den Hintergrundgeräuschen sein muss, damit das Gate öffnet. Wenn dieser Wert nicht erreicht wird, wird der Kanal gedämpft, abhängig davon, was ihr mit dem Depth-Knopf eingestellt habt, damit die geschlossenen Kanäle ausbleiben. Mit der Hold Time stellt ihr ein, wie lange ein Kanal offen bleibt, nachdem die Threshold-Grenze unterschritten wurde, bevor er geschlossen wird. Ihr könnt diese Zeit erhöhen, um sicherzugehen, dass ein Kanal nicht abgeschaltet wird, wenn jemand lange Pausen in einem Satz macht. Wenn keine Kanäle offen sind, könnt ihr Last Mic On aktivieren, um den letzten offenen Kanal offen zu halten. Das ist dafür gut, dass ihr aus euren Lautsprechern immer ein paar Hintergrundgeräusche habt, um zwischen den einzelnen Rednern keine absolute Stille zu haben. Im mittleren Abschnitt könnt ihr jeden Kanal individuell einstellen, von denen wir jetzt 4 haben. Unten könnt ihr jedem Kanal einen Namen geben. Die Anzeige in der Mitte zeigt euch den Signal Level Above Noise oder auch, wie laut jeder Kanal relativ zu den Hintergrundgeräuschen ist. Wenn dieser Wert gleich oder größer dem Threshold Level ist, wird der Kanal geöffnet und die Open LED über dem Kanal zeigt euch an, dass dieser Kanal auch offen ist. Ihr könnt einen Kanal als Standardkanal auswählen, der immer offen bleibt, wenn kein anderer Kanal offen ist. Die Funktion gibt es aber nur, wenn ihr die Last Mic On Option deaktiviert habt. Ihr könnt also auswählen, ob der letzte Kanal offen bleibt oder ob der von euch eingestellte Standardkanal offen bleibt. Wenn ihr eine Funktion auswählt, wird die andere deaktiviert. Ihr könnt auch einen Kanal manuell dazu zwingen zu öffnen, indem ihr auf den Manual-Button drückt. Unten in diesem Feld könnt ihr jeden Kanal stumm schalten oder den Gain eines jeden Kanals anpassen. Beachtet aber, dass das nach dem Gate passiert, eine Erhöhung des Gains also keinen Einfluss darauf hat, ob er den Threshold-Level überschreitet. Der nächste Abschnitt ist Number of Open Mics, NOM. Wie der Gain-Sharing-Mixer dämpft auch dieser Mixer die Kanäle, wenn mehrere gleichzeitig offen sind, abhängig von diesen Einstellungen.
Jedes Mal, wenn sich die Anzahl der offenen Mikrofone verdoppelt, wird eine Dämpfungsstufe auf alle Kanäle angewendet. Mit diesen Standardeinstellungen werden zum Beispiel, wenn wir statt einem Mikrofon zwei haben, beide um je 3 dB gedämpft. Wenn wir statt zwei offenen Mikrofonen auf einmal 4 haben, werden alle um 6 dB oder 2 Stufen gedämpft. Ihr könnt eine maximale Dämpfung einstellen, die diese Schritte begrenzt. Wenn ihr Linear Attenuation aktiviert, wird ein Dämpfungsschritt pro weiterem Kanal verwendet, anstatt immer, wenn sich die Anzahl der Mikrofone verdoppelt. Hier rechts könnt ihr sehen, wie viele Kanäle gerade offen sind und wie stark diese gedämpft werden. Beachtet, dass manuell geöffnete Kanäle nicht zur Anzahl der offenen Mikrofone dazugezählt werden. Diese Dämpfung wird auf alle Output-Channels angewendet. Manchmal kann es sein, dass ihr nicht wollt, dass die Dämpfung bei den direkten Output-Pins verwendet wird, zum Beispiel, wenn ihr die einzelnen Kanäle aufnehmen wollt und ihr nicht möchtet, dass die Aufnahme scheinbar zufällig lauter und leiser wird, abhängig davon, wie viele Kanäle gerade geöffnet sind. Wenn ihr Direct Outs Noms Attenuation deaktiviert, wird die normale Lautstärke der direkten Channel Outputs beibehalten. Ihr könnt auch die Anzahl der Kanäle einstellen, die maximal gleichzeitig geöffnet sein dürfen. Wenn dann zu viele Kanäle den Threshold Level überschreiten, wird der Kanal, der am längsten geöffnet ist, geschlossen, um für den neuesten Kanal Platz zu machen. Was es hier jetzt noch gibt, ist ein Master Mute und einen Gain Fader für den Mix Output Pin. Jetzt ist eigentlich nur mehr noch erwähnenswert, dass der Gating Automixer eine Funktion namens ID Gating hat, die erkennt, welcher Kanal die primäre Audioquelle ist, wenn das Geräusch von mehreren Kanälen erfasst wird. Wenn also ein Redner so laut spricht, dass er an mehreren Mikrofonen gleichzeitig ankommt und ihren Threshold Level überschreitet, erkennt das der Mixer und öffnet nur den Kanal, an dem der Redner am lautesten ist, weil er also an dem am nächsten dran steht. Das war's mit dem Gating Automatic Mic Mixer. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.